Der Akt der Güte eines gemeinsamen Jägers gegenüber einer sterbenden, trächtigen Wölfin führte zu einem unglaublichen Wiedersehen. Ein Jahr, nachdem er die Wölfin und ihre ungeborenen Welpen gerettet hatte, hörte er ein Geräusch, das ihm die Tränen in die Augen trieb. Auf einer kleinen Lichtung fand Jack etwas Schockierendes. Eine trächtige Wölfin, krank und allein, lag hilflos im kalten Schnee. Ohne zu zögern griff Jack in seinen Rucksack, holte das Trockenfleisch heraus, das er fürs Mittagessen eingepackt hatte, und warf es dem Wolf zu. Der beschnupperte es vorsichtig. »Bitte sehr, Mädchen«, sagte Jack leise, »du brauchst das mehr als ich.« Als Jack die Wölfin beim Fressen beobachtete, fiel ihm auf, wie dünn sie war. Das Fell verfilzt und schmutzig, als hätte sie tagelang nichts gegessen. Er fragte sich, was mit ihrem Rudel passiert war, denn normalerweise leben Wölfe in Gruppen. Aber die war ganz allein. Von diesem Tag an machte Jack es sich zur Aufgabe, der Wölfin zu helfen. Er nannte sie Luna, weil ihr Fell im Mondlicht schimmerte. Als er erkannte, dass Lunas Baby bald kommen würden, machte sich Jack Sorgen, weil sie ihre Welpen im kalten Winter versorgen müsste. Er wusste, dass er schnell handeln müsste. Ohne Zeit zu verlieren, eilte Jack zurück zu seiner Hütte, um Vorräte zu sammeln. Er kehrte mit Axt, einem Seil und vielen Decken zurück. In unermüdlicher Arbeit baute er den ganzen Tag einen kleinen Unterschlupf in der Nähe der Stelle, an der er Luna gefunden hatte. Sorgfältig sammelte er Baumstämme und Äste und schuf eine stabile Konstruktion, die sie vor dem rauen Wetter schützen sollte. Im Inneren machte er ein weiches Bett aus Moos und Blättern, das er mit Decken auslegte. Als die Sonne unterging, wusste Jack, dass es Zeit war, Luna zu bewegen. Er näherte sich ihr langsam an und sprach in beruhigendem Ton: »Hallo Luna, ich habe einen besseren Platz für dich zum Ausruhen.« Ihre Augen folgten ihm misstrauisch, aber sie versuchte, sich nicht zu entfernen. Sorgfältig wickelte Jack Luna in eine warme Decke ein. Sie war schwach und wehrte sich nicht, als er sie sanft in seine Arme hob. Die trächtige Wölfin war schwerer, als er erwartet hatte, aber Jack war entschlossen. Er trug sie die kurze Strecke zum neuen Unterschlupf und flüsterte ihr bei jedem Schritt aufmunternde Worte zu. »Fast geschafft, Mädchen, du machst das toll«, murmelte er, als er sich in die Höhle duckte. Vorsichtig legte er Luna auf das weiche Bettzeug. Sie schien sich sofort zu entspannen und sank in die Wärme und Behaglichkeit des neuen Zuhauses. Jack saß eine Weile bei ihr, sorgte dafür, dass sie sich wohlfühlte, und bot ihr Wasser an. Als die ersten Sterne am Himmel auftauchten, machte er sich widerwillig zum Aufbruch bereit. »Ich komme gleich morgen früh zurück, Luna, du kannst dich ausruhen.« Von diesem Tag an kam Jack jeden Tag, brachte ihr Essen und sah nach, wie es ihr ging. Anfangs war Luna noch vorsichtig, aber im Laufe der Tage begann sie ihm zu vertrauen. Jacks Freundlichkeit gegenüber Luna blieb von den anderen Tieren des Waldes nicht unbemerkt. Ein neugieriger schwarzer Wolf begann Jack bei seinen täglichen Besuchen zu folgen. Zuerst war er besorgt, dass der schwarze Wolf versuchen könnte, Luna oder ihren zukünftigen Welpen etwas anzutun, aber zu seiner Überraschung schien der schwarze Wolf genauso besorgt um Luna zu sein wie er selbst. Als Jack eines Tages im Unterschlupf ankam, fand er den schwarzen Wolf neben ihr zusammengerollt und sie warmhaltend. Jack konnte seinen Augen nicht trauen. Es war, als wüsste der schwarze Wolf, dass Luna Hilfe brauchte und wollte seinen Teil dazu beitragen. Von diesem Tag an wurde der Schwarze ein regelmäßiger Besucher. Er brachte auch oft kleine Futterstücke mit. Während der Winter sich hinzog, kümmerte sich Jack weiter um Luna. Er sprach leise mit ihr und erzählte ihr Geschichten über sein Leben und den Wald. Luna schien ihm zuzuhören, denn ihre bernsteinfarbenen Augen waren auf ihn gerichtet, während er sprach. Jack freute sich immer mehr auf diese Besuche. Er war immer ein Einzelgänger gewesen, aber jetzt hatte er das Gefühl, in dieser wilden Wölfin eine Freundin gefunden zu haben. An einem stürmischen Abend war Jack besorgt. Der Wind heulte vor seiner Hütte und rüttelte an den Fenstern. Er hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Er zog seinen wärmsten Mantel an und ging hinaus in den Sturm, um nach Luna zu sehen. Der Schnee war so dicht, dass er kaum blicken konnte, wohin er ging, aber er ging weiter und machte sich Sorgen um seine Wolfsfreundin. Als er bei Lunas Unterschlupf ankam, erschrak er. Sie war nicht da. Er sah sich um und rief ihren Namen. Der Sturm machte es schwer, etwas zu hören, aber Jack gab nicht auf. Dann hörte er ein leises Wimmern. Er folgte dem Geräusch und fand Luna in einer kleinen Höhle in der Nähe. Sie bekam gerade ihre Babys. Jack blieb den ganzen Abend bei Luna und hielt sie ruhig und warm. Er benutzte seinen Mantel, um sie vor dem kalten Wind zu schützen,
Als die Stunden vergingen, sah Jack erstaunt zu, wie Luna 4 winzige, zappelnde Wolfswelpen zur Welt brachte. Nach der Geburt ging Jack weg und versprach Luna am nächsten Tag wiederzukommen. Als sich der Sturm endlich gelegt hatte, kam Jack wie versprochen. Er sah, wie Luna sich mit ihrer neuen Familie zusammenrollte und müde, aber glücklich aussah. Er half ihr, die Welpen zu versorgen und brachte ihnen zusätzliches Futter, damit sie Milch produzieren konnte. Die Wochen vergingen und die Welpen wurden immer kräftiger. Sie begannen zu spielen und erkundeten die Umgebung. Jack liebte es, sie zu beobachten, besonders die Kleinsten. Den Kleinsten nannte er Tinny. Er war immer der Letzte, der neue Dinge ausprobierte, aber sobald er loslegte, war er der Abenteuerlustigste. Der schwarze Wolf kam weiterhin zu Besuch und spielte jetzt mit den Wolfswelpen, als wären sie seine eigene Familie. Jack war erstaunt, wie gut der schwarze Wolf und Luna miteinander auskamen. Es war, als hätten sie ihr eigenes kleines Rudel gebildet, mit Jack als Ehrenmitglied. Als der Frühling nahte, bemerkte Jack mehr Aktivität im Wald. Als er eines Nachmittags Luna und die Welpen besuchte, hörte er in der Ferne Zweige knacken und gedämpfte Stimmen. Sein Wildnisinstinkt sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Jack schlich leise durch das Unterholz und folgte den Geräuschen. Bald sah er 4 Jäger mit Gewehren, die Lunas Spuren im schmelzenden Schnee verfolgten. Sein Herz schlug schnell, als er ihr Gespräch mitkam. »Wir verfolgen dieses Wolfsrudel schon seit Tagen«, flüsterte einer der Jäger. »Sie wurden in der Nähe von Farmen gesichtet. Wir können nicht riskieren, dass sie Vieh oder Menschen angreifen.« »Ich habe gehört, dass es 4 Welpen gibt«, flüsterte ein anderer. »Es ist besser, wenn wir uns jetzt darum kümmern, bevor es noch schlimmer wird.« Jack wusste, dass er schnell handeln musste. Er ging schnell zu Lunas Höhle und überlegte sich einen Plan. Als er dort ankam, sah er, wie Luna ihre Welpen tiefer in die Höhle trieb. Der schwarze Wolf stand am Eingang Wache. Jack konnte jedoch hören, wie die Jäger näher kamen und ihre Stimmen lauter wurden. Als sie in Sichtweite waren, stellte sich Jack fest vor den Eingang der Höhle. Seine Haltung war entschlossen und seine Augen begegneten ihnen mit unerschütterlicher Entschlossenheit. »Diese Wölfin und ihre Jungen stehen unter meinem Schutz«, sagte er entschlossen, und seine Stimme hallte durch die stille Waldluft. »Sie haben niemandem etwas zuleide getan.« Die Jäger waren schockiert und senkten ihre Gewehre vor Überraschung. Sie hatten noch nie jemanden gesehen, der einen Wolf verteidigt hat. »Jack«, sagte einer von ihnen, als ihn erkannte, »was machst du da? Diese Wölfe könnten gefährlich sein.« Jack holte tief Luft, denn er wusste, dass seine nächsten Worte über Leben und Tod von Luna und ihrer Familie entscheiden konnten. Er begann, ihnen Lunas Geschichte zu erzählen und erklärte, wie er sie sterbend im Schnee gefunden und ihr geholfen hatte, den brutalen Winter zu überleben. Seine Stimme klang voller Leidenschaft und Überzeugung, als er von der Geburt der Welpen und der unwahrscheinlichen Freundschaft erzählte. »Kommt und seht es euch selbst an«, forderte Jack und wies auf den Unterstand. Vorsichtig näherten sich die Jäger. Er zeigte ihnen, wie sanftmütig Luna war und dass ihre Welpen wie verspielte Hundewelpen waren. Wie auf Stichwort streckte Tinny, die Kleinste, ihren Kopf aus dem Unterschlupf und die Neugierde überwand die Angst. Die Jäger beobachten erstaunt, wie der Welpe sich Jack vorsichtig näherte und seine Hand leckte. Die Jäger hörten zu und ihre Miene wechselte von Misstrauen zu Verwunderung. Sie waren erstaunt über Jacks Mitgefühl und die ungewöhnliche Freundschaft. Einer nach dem anderen ließ das Gewehr sinken und die Spannung in der Luft löste sich auf. »So etwas habe ich noch nie gesehen«, gab ein Jäger zu und schüttelte unglaublich den Kopf. »Vielleicht haben wir zu schnell geurteilt.« Jack nutzte die Gunst der Stunde. »Diese Wölfe sind keine Bedrohung«, erklärte er. »Sie sind eine Familie und versuchen zu überleben, wie wir alle. Ich habe sie genau beobachtet und ich kann dir versichern, dass sie sich keiner Farm nähern. Sie jagen im tiefen Wald weit weg von den Menschen.« Die Jäger tauschten Blicke aus und überlegten sich, ob sie ihren Auftrag noch einmal überdenken sollten. Schließlich ergriff der Anführer das Wort. »In Ordnung, wir vertrauen euch. Aber ihr müsst sie im Auge behalten und dafür sorgen, dass sie keinen Ärger machen.« Jack nickte feierlich und Erleichterung machte sich breit. »Ihr habt mein Wort«, versprach er, denn er wusste, dass er soeben der offizielle Beschützer von Lunas Rudel geworden war. Als die Jäger sich entfernten, drehte sich Jack zum Unterstand zurück. Luna und der schwarze Wolf standen am Eingang und ihre bernsteinfarbenen Augen trafen seine. Als der Frühling kam, wusste Jack, dass es an der Zeit war, Luna und ihre Familie in die Wildnis zurückkehren zu lassen. Obwohl es eine schwere Entscheidung war, verstand er, dass es das Beste für ihr Überleben war.
An einem kühlen Morgen ging Jack zu dem Unterschlupf, den er gebaut hatte. Luna und ihre Welpen waren bereits draußen und genossen das Sonnenlicht. Jack ging langsam auf sie zu und war ganz aufgeregt. »Hallo Mädchen«, sagte er sanft. Lunas Ohren spitzten sich und sie wedelte mit dem Schwanz. Die Welpen, die jetzt größer und selbstbewusster waren, spielten um ihre Füße herum. Mit einem tiefen Seufzer begann Jack, den Unterstand abzubauen. Er entfernte die Äste und Stämme, die er sorgfältig zusammengetragen hatte. Während er arbeitete, sprach er mit Luna und erklärte ihr, was er vorhatte. »Es ist Zeit für dich zu gehen, Luna«, sagte er mit schwerer emotionaler Stimme. »Du und deine Welpen müssen frei sein und so leben, wie es sich für Wölfe gehört.« Luna beobachtete ihn genau und schien zu verstehen. Der schwarze Wolf, der ständige Begleiter, beobachtete ihn aus der Ferne. Als der Unterschlupf verschwunden war, sammelte Jack die Decken ein, die er für Luna benutzt hatte. Er faltete sie ordentlich zusammen und wollte sie als Erinnerung aufbewahren. Als das Gebiet wiederhergestellt war, wusste Jack, dass es Zeit war, sich endgültig zu verabschieden. Er kniete sich hin und ließ die Welpen ein letztes Mal zu sich kommen. Jeder von ihnen kraulte seine Hand und zeigte seine wilde Natur. Schließlich wandte sich Jack an Luna. Er streichelte sanft ihren Kopf und kraulte sie ein letztes Mal hinter den Ohren. »Danke«, flüsterte er, »dass du mir vertraut hast und mir eine Seite der Natur gezeigt hast, die ich nie kannte.« Luna leckte über seine Hand und trieb Jack die Tränen in die Augen. Dann, als ob sie verstanden hätte, bellte sie leise ihre Welpen an. Sie versammelten sich um sie. Jack stand auf und trat einen Schritt zurück. »Geht jetzt«, sagte er, und seine Stimme brach. »Es ist Zeit, dass du wieder wild wirst.« Luna warf Jack einen letzten Blick zu, dann führte sie ihre Welpen tiefer in den Wald. Der schwarze Wolf zögerte, dann folgte er ihnen. Jack beobachtete, wie sie im Wald verschwanden. Er stand lange Zeit dort, lauschte den Geräuschen und fühlte eine Mischung aus Traurigkeit und Frieden. Zurück in seiner Hütte nahm er ein Notizbuch heraus und begann, über seine Zeit mit Luna zu schreiben. Während er schrieb, wurde Jack klar, dass Luna und ihre Welpen zwar nicht mehr da waren, aber dass sie seine Sicht auf den Wald und seine Lebewesen für immer verändert hatten. Ein ganzes Jahr war vergangen. An einem Herbsttag war Jack im Wald, als er ein seltsames Geräusch hörte. Es war das Heulen eines Wolfes, aber es klang vertraut. Jack sah sich um und sein Herz raste, als er die Bäume absuchte. Am Rande einer Lichtung bot sich ihm ein Anblick, der ihm den Atem raubte. Luna, größer, stärker als je zuvor, mit 4 erwachsenen Wölfen an ihrer Seite, die Welpen. Lunas Heulen hallte durch den Wald. Sie schien dieses Gebiet wiederzuerkennen, den Ort, an dem Jack ihr durch den harten Winter geholfen hatte, an dem sie ihre Jungen geboren hatte. Die vertraute Umgebung hatte wahrscheinlich ihren Instinkt geweckt, um ihr Territorium zu markieren und ihrem Rudel zu signalisieren. Jacks Augen füllten sich mit Tränen, als er Luna und ihre Familie beobachtete. Sie sahen gesund und glücklich aus. Lunas Augen trafen Jacks und für einen Moment schien es, als würden sie ihn anerkennen und sich an die Freundlichkeit erinnern, die er ihr vor einem Jahr gezeigt hatte. Dann heulte Luna wieder und diesmal stimmten die erwachsenen Welpen mit ein. Ihre Stimmen bildeten einen wunderschönen, wilden Chor. Jack lachte und weinte gleichzeitig, überwältigt von dem unerwarteten Wiedersehen und dem Beweis, dass Luna nun eine blühende Familie hat. Er sah ein schwarzes Fell aufblitzen. Der schwarze Wolf war immer noch in dem Rudel. Jacks Herz schwoll vor Freude an, als er sah, dass die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen dem schwarzen Wolf und Luna Bestand hatte. Ein paar wertvolle Minuten lang blieben Luna und ihre Familie am Rande einer Lichtung stehen, als ob sie Jack zeigen wollten, wie gut es ihnen ging. Dann, mit einem letzten Blick auf Jack, drehte sich Luna um und verschwand im Wald. Ihre Welpen und der schwarze Wolf folgten dicht hinter ihr. Nachdem die Wölfe verschwunden waren, fühlte sich Jacks Herz voller Glück und Stolz. Er hatte sich immer für einen einfachen Jäger gehalten, aber jetzt wurde ihm klar, dass er Teil von etwas Größerem war. Seine Freundlichkeit hatte nicht nur Luna und ihre Welpen gerettet, sondern ihn auch auf eine Weise verändert, die er nie erwartet hatte. Hattest du schon einmal eine überraschende Begegnung mit einem wilden Tier, die deine Denkweise verändert hat? Lass es uns im Kommentarbereich unten wissen.